Und damit begrüße ich dich jetzt in Episode 3 von Valiant Hearts. Also in Folge 48. Ne, ich weiß es nicht genau, aber Episode 3. Und wir gucken mal, was nach dem Angriff auf die deutsche Stellung passiert ist. Ob wir noch herausfinden können, wo Freddy und der Wissenschaftler sind. Wir gucken einfach mal. Meine liebe Tochter, der Krieg hat mir einen teuren Freund genommen und sein Verlust trifft mich härter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Karl ist immer noch südlich von Reims interniert, aber sein Zustand verbessert sich langsam. Bei nächster Gelegenheit werde ich versuchen, eine Besuchserlaubnis zu erhalten. Und du? Wie geht es dir? Hat sich das Leben in Saint-Mihiel gebessert? Leider musste Karl feststellen, dass sich nichts gebessert hatte. Aus Maries Brief erfuhr er, dass sein Sohn schwer erkrankt war. Karl fasste einen Entschluss. Da der Krieg niemals enden würde, musste er fliehen. Okay. Also scheint es so zu sein, als ist Freddy gestorben. Jetzt spielen wir Karl. Entwogen Schnuppermarsch Krüger ab. Karl braucht die Schere. Wir gucken mal, was ist mit dem? Dabei kamen Tricker anderer Summen. Schere hilft. Die Blechschere da hilft gegen den Stacheldrahtzaun. Hier, der Hund hat also Hunger. Wir haben also jetzt wieder mehrere Aufgaben zu erfüllen. Da geht's ins Gefangenenlager. Geht's zum Fleischer. Fangen wir doch mal damit an. Können wir vielleicht dem Fleischer ein wenig Wurst mopsen? Oh Mann, also ist Freddy tatsächlich gestorben. Ich hoffe, dass wir den noch wiederfinden, lebend. Ui, was ist denn das? Ach, der braucht Medizin. Oh. Um Gottes Willen, das wird natürlich so. Das ist ja natürlich jetzt komplex. So. Wie kommen wir denn jetzt da oben ran an dieses Stück Fleisch da? Wie kommen wir da ran? Gehen wir mal zum Fleisch. Frage einfach den Fleischer mal direkt. Im Knoten lockte Klaus. Der will auch. Oh, Hilfe. Okay, wir müssen jetzt gucken, welche Reihenfolge hier die beste ist, um allen irgendwie zu geben, was sie brauchen. Lesen wir doch mal die Kriegsgefangenen. Auch in der Kriegsgefangenschaft. Also auch in der Kriegsgefangenschaft wurden nicht alle Soldaten gleich behandelt. Es gab Lager, die Offizieren vorbehalten waren und andere für die einfachen Soldaten. Die Gefangenen waren in der Regel mehr oder weniger unterernährt, je nachdem, wie es um die Versorgungslage der einheimischen Bevölkerung bestellt war. Als Zwangsarbeiter mussten sie die eingezogenen Zivilisten ersetzen und wurden häufig in der Rüstungsindustrie, in der Landwirtschaft und im Bergbau eingesetzt. Insgesamt wurden während des Krieges 8 Millionen Gefangene gemacht, davon saßen 2,5 Millionen in deutschen Lagern. So. Was haben wir denn hier drin, ne? Der da oben hat auch Bauchschmerzen. Die haben eine Lore, mit der können wir jetzt. Was haben wir denn Lore? Bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was jetzt hier was bedeutet. Was macht dieser Hebel? Okay. Ich habe noch nichts, was ich da reinpacken kann. Die wollen alle Medizin haben. Die brauchen auch alle Medizin. Da oben stehen irgendwelche Säcke, die kann ich auch nicht runterschießen. Da brauche ich wahrscheinlich nachher irgendwas anderes, um die da runterzuschießen. Uiuiuiui. Jetzt wird das ja zu einem richtigen Rätselspiel. Karl bringt uns hier Rätsel mit. So, haben wir hier sonst noch was? Okay, damit ist das Ende erreicht. Jetzt gehen wir also mal zu Anna und suchen uns mal raus und gucken mal, ob Anna uns Medizin geben kann. Ob wir irgendwo
Hier ist der Fleischer. So, hier ist es. Hier kommen wir nicht rein. Da ist einer, hier kommen wir aber nicht rein. Okay. Und hier ist Schluss. Dann gehen wir mal nach hinten. Wir brauchen irgendwie medizinische Sachen. Wir brauchen Fleisch, alles klar. Na, gucken wir doch mal. Was ist hier? Da ist ein Bett, ein Schlafraum. Hier ist auch Schluss. Oh, jetzt wird's kompliziert. Ich hab nicht Bock drauf. Warte mal, was ist denn das gewesen? Da waren noch zwei. Hier ist eine Tür. Was ist denn das? Ein Fenster? Ach so, bin ich doof. Alles klar. Wie geht's nach vorne? Hier geht's da rein. Schlaflager oder sowas. Gucken, was da drin ist. Wir gucken erstmal hier. Toiletten. Ach, guck mal, hier können wir hochgehen. Kann man irgendwas beobachten, wie es aussieht. Hier läuft Wasser raus, aber da komme ich nicht ran. Oh Mann, ey, was haben wir hier alles für Rätsel vor uns? Was gibt's hier? Wasser? Der möchte sich waschen. Jetzt pass mal auf. Den können wir, glaube ich, helfen. Ach, können wir nicht. Super, können wir nicht, weil da draußen nämlich ist ja was kaputt. Was haben wir denn hier? Ein Stein. Gucken wir doch mal, ob wir mit dem Stein gegen das Rohr werfen können. Vielleicht haben wir damit ja dem Ersten geholfen. Jawohl. Okay. So, dann hat er schon mal Wasser. Damit haben wir dem Ersten schon mal eingefallen, erwiesen. Jetzt wollen wir mal gucken, was der... Was? Da Fug, was ist denn jetzt los? Alles klar. Okay, also das Wasser kommt schon mal hier draußen durch die Wand. Was ist das? Ist das runtergefallen gerade? Eine Medaille. So, jetzt drehen wir hier auch nochmal. Was ist das jetzt alles? Nochmal? Nochmal? Habe ich gesagt? So. Warte. Hier kommt das raus, das Wasser? Die Frage... Hä? Das Wasser hier draußen ist das Rohr, was wir gerade repariert haben. Das heißt... Kompliziert. Das heißt... So geht's da raus, dann kommt's wieder zurück. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Machen wir jetzt mit dem... So. Was? Och nee. So. Kann man mit dem... Ist natürlich ein bisschen kompliziert. Nee, damit drehen wir nur die beiden. Drehen wir mit dem... Ah, okay. Also dann tatsächlich mit dem hier. Wir müssen das hier so lassen. Oder doch so hier? So.
drehen wir hier nochmal. Interessanterweise. Das dreht sich ja mit. Hatten wir es fast? Gut gemacht. Gut gemacht, hat er gesagt. Karl. Karl ist ein Genie. Okay, hier brauchte man also auch ein bisschen. Da musste man ein bisschen studiert haben, um das hinzukriegen. Haben wir. Ich möchte hier noch gucken, was in dem Spind drin ist. Kann man nicht gucken. Gut, alles klar. So, jetzt aber, komm. Jetzt haben wir aber den ersten geholfen. Ja, jawoll. Er freut sich, er kann waschen. Seinen Körper. Können wir jetzt heimlich was mitnehmen? Was ist denn das? Okay, jetzt haben wir ein Kabel gefunden. Oder was das ist. Wir haben also schon das erste Teil mitgenommen. Alles klar. So. Irgendwo habe ich gesehen, brauchen wir das auch. Oh, was ist das? Da haben wir auch wieder was gefunden. So, jetzt gehen wir mal gucken, wo geht's jetzt mit dem Kabel hin. So, hatte ich doch was gesehen. Irgendwo. Auf einer Insel ist ein Schatz versteckt. So, hier war das nicht mit dem Kabel. Wenn man jetzt ganz genau wüsste, was das so richtig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der das haben will. Nee, der will eine Kiste haben. Ja, genau, dachte ich mir. Das will er nicht haben. Nimm das mal wieder raus da. Das. Oder warte mal, das war doch in dem anderen Haus. Wo wir beim Fleischer war das da oben drin. War es beim Fleischer oben drin? Sag mir mal was. War es beim Fleischer oben drin? Gehen wir beim Fleischer mal nach oben. Was wollte denn der gleich nochmal haben? Wollte der das vielleicht haben? Ne, der wollte was anderes haben. Gut. Gehen wir nochmal nach oben. Ich habe so das Gefühl, dass der Fleisch, dass da drüben der Typ, genau, der da drüben, der wollte es haben. Genau, ein Verband ist das. So, liegt es drin? Und gibt Bedarf in die Kiste. Schön. Sehr gut, danke. Merci. So, jetzt gehen wir mal raus hier. So, jetzt wollen wir gucken. Jetzt braucht jemand... Genau, jetzt, der hinten, der Typ, das wissen wir jetzt, der braucht diese Kiste. Jetzt laufen wir nochmal nach da. Vorbei am Müllersmann. Na halt, stopp! Sind wir nicht richtig hier? Genau, sind wir. Hier, komm, guck mal, gegen deine Bauchschmerzen habe ich was, Freund. Gut gemacht. Es gibt ja uns irgendwie scheinbar was. Schmeißt er da was aus dem Fenster? Okay. Jetzt bin ich aber gespannt, was das alles ist. Erfolg freigeschaltet. Karin. Der Rest ist mir egal. Okay. So, jetzt haben wir das rote Halsband. Damit gelten wir als Sanitäter und können da vorne bei Anna rein. Wirst du sehen. Oder beim Fleischer. Ja, da will irgendwelche Blätter und Kräuter haben. Ich weiß nicht ganz genau. Gehen wir doch erstmal hier gucken. Die lassen uns nicht rein. Da können wir nicht rein. Hier brauchen wir die Schere. So, na gut. Damit reicht es erstmal für diese Folge. Und wir schauen, ob wir in der nächsten Folge herausfinden. Wir waren ja noch nicht hier drin. Vielleicht ist er ja auch hier im Schlafraum. Jemand, der irgendwas haben will. Okay, aber das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dahin, bleibt mal schön gesund, hau rein, mach's gut und tschüss.